King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Und herzlich willkommen zu einem spontanen Video und wie ihr seht, ist es ein Tekken 8 Closed Network Test Video. Ja, wir haben das Glück gehabt, einen Code für die Online-Beta zu Tekken 8 zu bekommen. Ich habe speziell an einem Tag am zweiten Wochenende aufgenommen. Da ich letztes Wochenende, also am ersten Wochenende beim Testlauf ein bisschen reingespielt habe, maximal 3 Stunden, deswegen bin ich hier schon Brawler, wenn ich mich richtig erinnere, also ich bin schon ein bisschen höher in den Ranks, um euch eine bessere Spielperformance zu zeigen, dass ich mich ein bisschen eingespielt habe. Das Wunderbare ist hier, was ich erwähnen muss, ist, dass Tekken 8 eindeutig sehr viel Spaß macht. Man bekommt genau das, was Harada und das Team um Tekken 8 hier verkaufen wollen. Und das ist zwar spaßige, aggressive, ja, Kampfspiel-Action. Das System wird dir wunderbar erklärt durch ein Kampf-Tutorial. Also bevor man in die Beta damals reingegangen ist, wenn man neu gegangen ist, bietet es dir ein Kampf-Tutorial an und ja, beschreibt dir das Heat-System ganz genau, wie das funktioniert und lässt dich auch das ausprobieren. Ansonsten, was kann ich sagen zu dem Netcode? Er ist okay, er ist nicht der stabilste, aber er ist eindeutig ein deutlicher, besserer Schritt zu Tekken 7. Die Grafik ist auch eindeutig ein sehr großer Sprung, was Tekken angeht. Ich finde es sehr solide, aber ich finde das jetzt nicht, dass es einen wirklich krass umhaut. Aber es ist halt sehr guter, sehr, sehr gute Qualität. Ansonsten, was da auf dem Bildschirm passiert ist, gefällt mir. Die Charaktere, die man spielen kann, ja, wirklich eine gute Auswahl. Da ist für jeden was dabei. Bisher muss ich auch sagen, ja, es ist sehr viel raufgeballer, aber das ist auch der Fokus von dem Spiel. Also Tekken 8 ist eindeutig ein sehr, sehr aggressives Spiel. Deswegen bei jedem Interview, wenn Harada da ist, das aggressive sehr deutlich betont wird. Ich habe hier diese Session mit meinem Main Link Shoryu gemacht. Warum nicht mit Kazuya? Weil mir Kazuya auch in Teil 8 nicht so ganz schmeckt. Mal gucken, vielleicht bei der Vollversion, wenn wir sie holen werden, werde ich mich vielleicht ein bisschen mit Kazuya beschäftigen, aber ich glaube, der Weg wird eher zu Link Shoryu gehen, da sie für mich mehr, also das ist sozusagen der Grund, warum ich Tekken 8 überhaupt anfasse. Ansonsten würde ich sagen, ja, wir werden das Video starten mit Startbildschirm und ich werde kurz nochmal in die Infos gehen. Und dann, wenn ich über den Charakterroster gehe, dass ich da einmal die Animation durchgehe. Ich werde das auch hier mit Timecodes versetzen, damit ihr direkt zur Action könnt. Und ja, und dann werde ich hier die Fights machen und das wäre es dann. Alles klar. Dann würde ich sagen, get ready for the next battle. Und wir sehen und hören uns wieder, wenn ich wieder aus der Sommerpause wieder zurück bin. Daher viel Spaß mit Tekken 8 und get ready for the next battle.
Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Kakugoしなさい. Ekichiyojust. Round one. Fight. Round one. Fight.
Fight! Yeah!
Ready for the next battle. Round one. Fight. Round one. Fight.
For the next battle. Battle. 逃げ場はない! 諦めろ! 覚悟しなさい! Round 1. Fight! Yeah!
Round 1. Fight. Two.
For the next battle. デビルの力だ。全てを犠牲にしてでも俺は進む。
Ready for the next battle. Round one. Fight. Fight!
Focus. One. Fight. Thank you.
battle. Round one. Fight. Round 1.
Fight! Round one. Fight. Fight!
Round one. デビルの力だ。全てを犠牲にしてでも俺は進む。